Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballbalance. Ja, ich habe gerade eben die ganze Zeit für euch ins Mikrofon gesprochen und gemerkt, dass ich überhaupt nicht aufnehme. Und deshalb kenne ich den Weg jetzt leider ein bisschen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Dafür kann ich jetzt euch mehr bequatschen. Wie gesagt, was ich gerade eben schon gesagt habe, ich habe die Texturen geändert. Was nicht so schön aussieht in manchen Sachen. Egal. Lass ich jetzt erstmal drauf. Falsche Richtung. Guck mal, was es ist. So, jetzt seit der letzten Aufnahme ist etwa ein Monat vergangen. Muss ich sagen, weil ich einfach keinen Bock hatte aufzunehmen. Weil seit dem letzten Mal mein Rechner so abkackt ist, dass nichts mehr funktioniert hat und ich den komplett neu installieren musste. Also wirklicher, richtiger, dummer, mega Fail. Was habe ich gerade gemacht? Bin ich dumm oder... ich habe das doch gar nicht so geschafft. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt ja 11 Uhr abends und ich dachte, ich nehme mal wieder auf. Und dachte, vielleicht kommt das irgendwann mal online. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und hab dann halt heute Abend gemerkt, oh, wo ist denn ein Aufnahmeprogramm? Habe ich nicht gefunden. Dumm gelaufen. Hab mir dann gedacht, ach, nimmst mit Camtasia auf. War eine richtige Scheißidee. Läuft nämlich gar nicht unter diesem alten, unter Windows 7, dieses Spiel hier. Kann man nicht aufnehmen mit Camtasia. Das ist wirklich zum Verzweifeln. Da flackert dann alles. Es geht überhaupt nicht. Deshalb. Hier komme ich doch gar nicht durch mit dem Ball. Was soll ich denn hier? Da komme ich ja gar nicht durch. Auf jeden Fall nehme ich jetzt gerade wieder mit Fraps auf. Und wie ich merke, fehle ich gerade, weil ich in 50 Frames aufnehme. Yeah. Richtig geil. Egal. So. Wie sollte ich denn sonst da durchkommen? Bitteschön. Ohne irgendwie kaputt zu gehen. Ohne durchzufallen, ohne irgendwas zu machen. Geht gar nicht. So, was macht man hier? Scheiß. Okay. Ist auch eine Möglichkeit. Gut. Läuft. Ja, ich habe auch die Schatten verändert. Okay, dann nehme ich vielleicht lieber den Holzteil. Okay. Ja, und jetzt kommt schon wieder in die Phase, wo man nicht weiß, man erzählen soll. Super. Sag mir ruhig, dass ich dumm bin, aber ich merke gerade überhaupt nicht, wie ich hier durch soll.
hier hoch. Schön. Dann. Puh. Da weiter. So, jetzt muss ich da durch, da rum, da oben entlang. Oh mein Gott. Nein! Okay, nochmal. Dummheit muss ja schließlich verdient sein. So, erstmal Perspektive wechseln. Okay, das dauert wohl heute ein bisschen länger. Und schon werde ich ungeduldig. Das kann es doch nicht geben. So. Was mache ich jetzt? Einmal nach hinten, zur Seite. Durchrollen. Hier drauf. Da drauf, zurück. Okay, versuchen wir es. Oder versuch, soll ich es versuchen. So. So. Ja, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft und ich fehle gleich wieder. Komm schon, ich möchte irgendwo noch ein extra Leben absahnen. Extra Leben. Dummheit muss wehtun. Und Checkpoint! Gut, dass diese Transformatoren manchmal da sind. Muss ich ehrlich sagen. Ach, und ja. Call of Duty finde ich im Moment, habe ich überhaupt nicht mehr aufgenommen, weil ich irgendwie immer dasselbe finde. Hier finde ich das zumindest noch etwas abwechslungsreich. Naja, ist ja Ansichtssache, aber egal. Und ich glaube, ich werde das Projekt zwar noch zu Ende führen, allerdings, ja, mal gucken, wann und mit wie viel Interesse halt. Und das nächste Projekt würde dann The Cry of Fear sein. So ein richtig schönes Gruselspiel soll das wohl sein. Auf alter Engine-Basis von Half-Life 1. Also die Source-Engine. Ja, man merkt, dass ich nicht gut reden kann, wenn ich mich konzentriere. Das soll wohl so eine muss sein. Ich habe selber einmal kurz reingeguckt und dachte, ja, das geht. Ich muss allerdings noch gucken, was ich damit machen werde. So.